Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Monatsenergie für jedes Sternzeichen. Und wir machen das jetzt mal ein bisschen anders, muss ein bisschen anders, da wir jetzt mal erstmal eine Grundenergie für den August ziehen. Die machen wir ganz einfach mit 4 Häusern und 4 Karten. So, was ist im August überhaupt die Grundenergie? Was jeder daraus macht, ist wirklich seine Sache. Das ist jetzt ist nichts Feststehendes, aber die Grundenergie sagt, wo tue ich mir leicht, wo tue ich mir schwerer und so weiter. Dann brauchen wir 4 Karten dazu. Und dann schauen wir mal. Ach, nehmen wir die. So, und wir gucken. Wir haben im ersten Haus Zuwachs, also einen Gewinn. Wir dürfen etwas verabschieden und bekommen einen Gewinn. Also das Haus bleibt immer das Haus. Das Haus ist Gewinn, also haben wir auch einen Gewinn. Aber nicht an Negativität, sondern nicht an Positivität, sondern wahrscheinlich an Negativität, sonst wäre ja kein Abschied da. Im zweiten Haus haben wir Hilfe. Hilfe, Angst, das ist das Haus der Angst. Wir haben Angst vor Einschränkungen. Also, hier wird irgendwas verabschiedet, wir haben Angst vor Einschränkungen. Also sollte es nicht sein, das ist das Haus der Krankheit, die uns Angst macht, das ist dieses Haus. Aber wir sehen ja schon, wir dürfen uns verabschieden. Also die Grundenergie im August, warte mal, was soll ich da machen? Das vierte Haus ist von außen, also das Kollektiv, das sind wir alle. Und das passt in dieser Grundlegung sehr, sehr gut rein, ist die Zauberin. Sehr schön. Ich habe meinen Zauberstab verloren. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe jetzt meinen ganzen Schreibtisch aufgeräumt und er kommt nicht mehr. Keine Ahnung, wo ich den hingetan habe. Jetzt habe ich einen Stecker, weil mit Finger hasse ich das. Also, Grundlage. Grundlage August haben wir Angst. Angst vor Einschränkungen, Einschränkungen an sich. Aber wir dürfen auch vermehrt sehen, dass das rausgeht. Denn das Kollektiv hat die Energie des der Zauberin. Das heißt, hier kommt im Kollektiv, in uns alles, im Kollektivfeld, im Denken der Bevölkerung, im Handeln der Bevölkerung etwas sehr Positives hinein, positive Situationen, wo man wieder Hoffnung hat, wo man wieder Mut kriegt, wo man sagt, jetzt reicht's und so weiter, dass hier die Einschränkung und die Angst verabschiedet wird, weil man hier erkennt, so sollte es nicht sein, diese Krankheit der Angst muss man einschränken. Hier ist die Angst und es wird eingeschränkt. Und die Zauberin, und darum darf ich es jetzt so sagen, weil wir haben nicht Angst, dass wir eingeschränkt werden, sondern wir verabschieden das. Wir lassen uns nicht mehr einschränken. Also hier ist eine Kollektivenergie, Energie über Deutschland, die nach vorne schauen lässt, die uns auch zeigt, dass es besser werden kann. Wir verabschieden wirklich Angst und Einschränken und bekommen mehr Mut, mehr zu tun. Das heißt jetzt im Allgemeinen für alle Sternzeichen dann, dass hier Mut hinzukommt, dass hier das Tun hinzukommt und immer wieder schöne Gelegenheiten, schöne Situationen und so weiter, die mir das auch zeigen. So, das ist die Grundenergie vom August, also etwas sehr Positives, die Angst geht raus. Und jetzt kommen wir zum ersten Sternzeichen und ich werde unten... Ich hoffe, dass ich diesmal dran denke, alles verlinken, dass ihr bloß noch auf die Knöpfe drauf drücken müsst, wo euer Sternzeichen ist. Bis gleich. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Skorpion, zu deiner August-Energie. Du siehst, diese Häuserkarten sind schon gelegt, weil die ziehe ich da raus und das ist immer so ein Gefitzel, wenn ich das jetzt machen muss. Und darum verschone ich euch. Ich hoffe, du hast die Grundenergie vom August gesehen, die ja besagt, hier geht vieles raus, was uns Sorgen macht. Kummer und so, also wir kriegen besonders schöne Situationen, wo wir das bewerkstelligen können, wo wir Gelegenheit dazu haben. Also eine sehr positive Grundenergie vom August. Und jetzt schauen wir mal, was wir mal für dich haben. Du gehst mit der Energie des Wissens in den August hinein. Die erste Reihe ist immer das. Mit was kommst du hier rein? Was darfst du abschließen? Was fängt neu an? Und so weiter. Die zweite Reihe ist immer deine persönliche Reihe, also was dir, was dich persönlich betrifft, dein Sein, dein
Ja, einfach dich persönlich. Lassen wir mal das so einfach so stehen. Das weißt du ganz genau, was ich da meine. Muss ich nicht immer erklären. Und da haben wir diese Energien. Und die unterste Reihe ist das, was von außen auf dich zukommt. Das heißt, das kannst du meistens nicht steuern. Auf einmal klingelt es an der Haustür und ein alter Freund steht vor der Tür, der dich wieder angerufen hat, noch sonst irgendetwas, der einfach sagt, du, ich bin jetzt gerade in der Nähe, was ist, ich wollte mal vorbeischauen. Das kannst du nicht steuern, das hast du nicht gewusst und so weiter. Das ist eben etwas, was von außen auf dich zukommt. Und da haben wir diese Energien. So. Und dann beginnen wir mal und schauen. Also mit irgendein Wissen kommst du in den August, nicht in August. Und zwar Einschränkung. Du kommst mit einem Wissen eine Einschränkung in August. Also irgendwas, irgendwo, bei irgendetwas fühlst du dich eingeschränkt im August oder so kommst du ebenfalls rein. Und dann haben wir das Haus gebunden sein, ein Vertrag. Also wahrscheinlich schränkt dich ein Vertrag ein, dass du nicht so deinen August nicht so gestalten kannst, wie du möchtest. Aber hier kommt auch ein aktiver Geldfluss hinein. Also ich habe nur drei Karten, die Geld symbolisieren. Und das ist eine davon. Kann natürlich auch ein Fluss der Liebe, ein Fluss der Gefühle, ein Fluss, was weiß ich wohin sein. Je nachdem, um was es bei dir geht. Und hier kommst du mit einem Wissen, es ist beschränkt, aber hier kommt eben wirklich etwas sehr Positives hinein. Das habe ich nämlich vergessen, wie das Haus heißt. Das muss ich mir nochmal rausholen. Der Vertrag. Also hier, da kannst du vielleicht auch einen Vertrag abschließen im Anfang August oder während des Augustes, dass hier ein aktiver Fluss in dein Leben kommt, auf welchem Bereich auch immer. Und es geht voran. Das ist auch ein sehr tolles Haus. Also du kommst mit dem Wissen der Einschränkung rein, aber du weißt, es geht voran mit Geld und Reichtum. Das ist die zweite Geldkarte, lieber Skorpion. Also es gibt bloß noch eine Geldkarte, die liegen könnte. Also hier geht es ums Materielle, hier geht es ums Geld, materielle Güter oder was auch immer, wo du Fortschritte, wo du wirklich, ich sag mal, Erfolg hast. Weil Reichtum und es fließt so dahin, es kommt so hinein. Aktiver Fluss in Reichtum, also fließt es schon mal sehr viel. So, deine Ebene sagt uns, Kummer und Sorgen dürften hier dein Hobby machen. Ja, vielleicht ist das die Einschränkung, vielleicht musst du viel arbeiten, um das zu erreichen und kannst den August nicht so genießen. Wir werden sehen, hier haben wir eine Einschränkung im Hobbybereich, obwohl der Hobby da ist, auf jeden Fall. Und hier ist ein Geschenk. Ah, okay, vielleicht ist das ja auch ein Geschenk der Bedürftigkeit, genau. Weil hier eben, was hier abgeschlossen werden kann oder neu beginnt, ist ja ein reichlicher Fluss an Materielles, was wie auch immer du das siehst. Da kriegst du aber erst Wissen. Du gehst mit dem Wissen rein, dass du eingeschränkt bist. Und dann ergibt sich hier was. Und du siehst ja dein Hobby als eingeschränkt. Und ein Geschenk ist die Bedürftigkeit in dem Fall aufzulösen, weil hier kommt ja was Schönes. Dann haben wir zum Schluss hier noch den Trubel, den Stress. Der muss jetzt nicht negativ sein und der ist auch nicht negativ. Der ist sehr positiv. Denn dieses Geschenk, da steht uns das Haus. Wir haben das Geschenk praktisch doppelt. Das Haus des Geschenkes ist eine Benachteiligung und es macht dir positiven Stress, dieses Geschenk. Also dürfte hier wirklich etwas rausgehen, weil hier sich etwas sehr Schönes ergibt. Passt auch zu den ganzen Energien von allen anderen Sternzeichen. Du bist der siebte, was ich mache, und ich habe eigentlich durchweg sehr positive Bilder gehabt und auch materiell positive Bilder und so weiter. Also du bist ja keine Ausnahme. Hier darfst du dich auf etwas freuen. Von außen auf dich zu kommt nicht wissen, nicht sehen, nicht hören. Das ist das Haus, etwas, was du überhaupt keine Ahnung von hast, darfst du verabschieden. Und das kommt durch dieses Wissen. Du kommst mit einem Wissen der Einschränkung in den August und erreichst dann hier irgendetwas, was dich sehr freut, wo du die Einschränkung und vom Hobby und das Gefühl, das benachteiligt sein, rausgehen kann. Denn du kriegst hier ein Geschenk und dann ist hier der
Abschied von dem, was du nicht gewusst hast. Also hier kommt ein Wissen, was dir sehr, sehr weiterhelfen wird. Dann haben wir hier online ein Austausch von Geben und Nehmen, von Nachrichten, von Objekten, von ein Tauschen, ein ich gebe dir das, du gibst mir das, ein Abschied von Bedürftigkeit, ein Abschied von Nöte, weil hier ein Austausch stattfindet, kann auch von Wissen sein. Und hier haben wir dann eine Erwartung und die hatten wir auch ganz viel schon. Und da ist die Gefahr, nicht zu viel zu erwarten, nicht zu erwarten, dass etwas normal wird, dass dieses Geschenk normal ist oder und so weiter. Da steht nur eine Gefahr drin. Das heißt also nicht, dass du hier wirklich eine Gefahr erwarten sollst, sondern dass die Erwartung an sich die Gefahr birgt. Wenn man jetzt erwartet, es bleibt jetzt so, oder wenn man erwartet, ich habe keine Ahnung, der Fluss bleibt oder ich brauche mich um nichts mehr kümmern oder sonst irgendwas, das würde eine Gefahr mit sich bringen. Also eine Gefahr ist nur ein Hinweis. Wenn du in eine Kurve fährst und da diese roten Gefahrenzeichen siehst, dann weißt du, du musst jetzt abbremsen, weil diese Kurve stark wird, dass du nicht so schnell bist und nicht aus der Kurve fällst. Also bremst du ab, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und gehst hier brav um die Kurve. Und dann ist die Gefahr auch schon wieder weg. Und das ist nichts anderes heißt das hier. Also, wollen wir nochmal Revue passieren. Du kriegst also ein Stress-Trouble durch ein Geschenk, was die Bedürftigkeit rausnimmt. Weil diese Überraschung, das Geschenk, was das Haus hier ist, ein Geschenk ist ja keine Bedürftigkeit. Ein Geschenk überrascht dir und ist sehr was Positives. Also geht diese Bedürftigkeit raus und in deinen Hobby. Und damit hast du auch keine Kummer und Sorgen durch dein Leiden mehr. Und ich schätze mal alles, dass das mit dem Wissen hier oben zu tun hat. Weil hier haben wir nämlich auch einen Austausch. Das ist ja die Karte von online, von dem Computer. Da kommt Daten, gehen Daten die ganze Zeit. Da ist eh ein reger Austausch und der kommt eben auch. Und in Bezug eines Objektes, das wirst du aber selber wissen. Vielleicht leihst du dir einen Wohnwagen. Du leihst dir den Wohnwagen und gibst dafür Geld. Das ist ein Austausch. Man tauscht ja bloß. Und so weiter. Also nur, dass du mal einen Sinn dafür hast. So. Jetzt wollen wir uns das mal näher ansehen, mein lieber Skorpion. Wissen erlangen über den aktiven Fluss. Was darf denn hier wirklich fließen? Welches Wissen kriegen wir? Was ist das? Eine Manifestation, das ist sehr schön. Das heißt, hier kommt etwas, was du dir gewünscht hast. Und der aktive Fluss des Reichtums gibt dir einen Neuanfang. Um was es bei dir auch immer geht. Hier steht, haben wir zwei Geldkarten nebeneinander, also bei vielen wird es ums Geld gehen. Hier kommt ein aktiver Fluss rein, dass du wirklich auch dein Hobby frönen kannst, Geschenke kaufen kannst oder. Und hier einen Abschied von Objekt nehmen kannst. Keine Ahnung, ich muss mir jetzt kein Auto mehr leihen, ich kaufe mir eins. Oder. Weil hier ein reger Austausch ist und es hat mit diesem Fluss sehr viel zu tun. Das kommt hörte mich am Anfang und du wolltest das. Also das ist irgendetwas, was du schon bewusst auch wolltest. Also nicht so, du wolltest jetzt immer du wolltest einen Wohnwagen, hast mit dem Gedanken gespielt und mit den Träumen gespielt, dir auch einen Wohnwagen zu kaufen und so weiter, hattest aber nie genügend Geld dafür. Und jetzt kommt ein Anhänger. Ja, das könnte sein. Also das, ja, wenn du ganz viele Glaubenssätze hast, könnte sogar ein Anhänger kommen. Aber sagen wir mal, es kommt ein Gogo-Mobil. Das wäre dann nicht die Manifestation, die du dir gewünscht hast. Oder keine Ahnung, ein grünes Flugzeug. Weil hier ist etwas, was du dir schon gewünscht hast. Ein Anhänger im weitesten Sinne könnte es sogar sein, wenn du da viele Filter hast, die den Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, oder das kostet so viel Geld, kann ich mir eh nicht leisten und, dass die Manifestation einfach ein Anhänger wird, weil es sowas Ähnliches ist. Also es ist, du manifestierst andauernd und immer durch deine Filtern hindurch. Aber hier ist etwas, was du gewollt hast und was hier wirklich sehr positiv ist. Was auf deiner Ebene, wo du bist, einen Neuanfang bringt, ermöglicht. Dein Hobby ist nicht mehr eingeschränkt. Du kannst hier aus dem Vollen schöpfen, sage ich mal, das Geschenk der Benachteiligung. Also dein Geschenk ist, dass die Benachteiligung rausfällt. Du bist nicht mehr benachteiligt, du kannst wirklich tun, was du möchtest. Denn das ist deine Ebene, dein Hobby, dein Spaß. Und von außen kommt ein Abschied.
von Sachen, die du nicht weißt, die man dir verschleiern wollte oder. Von außen kommt auch jemand auf dich zu, könntest du mir das mal leihen oder so. Ach, das haben wir ja schon. Ich bin ja schon weiter, ich muss ja erst hier weitermachen. Also, Hobby und die Benachteiligung ist Sorgen. Und das wissen wir ja schon, dass es rausgeht. Hier ist große Sorgen und Angst. Also durch diesen Geldfluss hier, wo auch immer er herkommen mag, darfst du viele Sorgen loswerden. Denn wir haben hier ein Geschenk, ein doppeltes Geschenk. Das Haus des Geschenkes, wo die Benachteiligung drauf liegt, und ein Stress oder Trouble, Aufregung, weil hier wieder ein Geschenk kommt. Also es ist was Positives, da darf was rausgehen, da darf was wirklich etwas, wir haben ja auch einen Neuanfang, der sehr positiv ist. Da darf das alles rausgehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Es muss nichts Großes sein, es kann was Kleines sein, aber es geht hier, das Leben wird im August leichter werden. Von außen haben wir das Abschied von einem Objekt, das ist eine Lösung für dich, weil du jetzt da im Fluss bist, kannst du diese Lösung von außen annehmen und hier auch wirklich schöne Dinge erleben. Eben die Gefahr bloß im Auge behalten, also nicht überschnappen, nicht zu viel wollen oder, dass man aus Erfahrungen, dass du auch daraus lernst, was hat man, aus den Erwartungen, dass deine Erwartungen nicht so hochgeschraubt sind, dass du hier übertreibst. Das hier ist hier zu sagen, hier dürfen wirklich, du hast im August, du selber auf deiner Ebene liegt viel Angst und Sorgen. Du kannst dein Leben nicht genießen, du kannst es nicht leicht nehmen, weil so viel Sorgen auf deinen Schultern liegt. Das ist im August noch da, aber durch das hier darfst du das wirklich verabschieden. Und von außen kommen auch dann die Lösungen. Oder durch den Lösungen, die hier von außen kommen und das Schöne, was dir passiert, darfst du das komplett verabschieden. Also hier liegt etwas sehr Schönes. Ich kann dir leider nicht sagen, auf welcher Ebene, aber es ist materiell, weil ich jetzt zweimal Geld habe. Auf der Ebene wird es mit Sicherheit sein. Und es wird für dich eine Erleichterung, auf jeden Fall eine Erleichterung im Leben sein. Dir wird Sorgen abgenommen und du kannst das Leben wieder mehr genießen. Und wir haben eine übergeordnete Karte, die heißt ja Veränderung. Ich bin bereit für Veränderungen, denn dadurch wachse ich und erweitere mein Sein. Und das ist eben diese oben drüber liegende Energie, das ist eine Veränderung. Und du siehst das ja selber, hier liegt die Veränderung, weil sich etwas, was du selber wolltest, in dein Leben manifestierst, weil etwas in den Fluss kommt, was dir einen Neuanfang ermöglicht. Und damit darf sich das hier verändern. Und dann kommen auch von außen die Lösungen. Es ist nämlich oft so, wenn du hier in diesen Gefühlen, in diesen Energien steckst, dass überhaupt keine Lösung kommt, weil du von der Schwingung, von der Energie, wo die Probleme entstanden sind, auf diese Probleme schaust. Und da findet man sich keine Lösung. Wenn du aber hier auf einmal eine Erleichterung hast, hast du eine Energieerhöhung, eine Schwingungserhöhung und kannst von einer ganz anderen Warte drauf schauen und auf einmal kommt alles von außen. Das hast du bestimmt schon erlebt, dass, wenn du es nicht mehr brauchst, auf einmal Daten daherkommen. Ja, so heißt es im Bayerisch. Vorher war keiner da, hat keine Hilfe gehabt. Jetzt auf einmal haben sie Lösungen, wo du selber eine Erleichterung hast. Das ist aber nur, nicht weil es so ist, sondern weil deine eigene Energie, dein eigenes Sehen auf einmal anders ist und du in diesen Hinweis von außen auf einmal auch die Lösung siehst, die du vorher vielleicht nicht gesehen hast, dir nicht zugetraut hast oder. Also ist hier etwas sehr Schönes passiert hier im August, was dein Leben erleichtert. Jetzt schauen wir mal, das ist sehr materiell hier, also es hat mit dem Leben an sich zu tun. Austausch eines Objektes, wirst du selber wissen, geben und nehmen, ein Objekt ist eine Lösung, auch schöne Dinge, kann ein Wohnwagen sein oder, du kannst hier, eigentlich hast du keinen Urlaub, Hobby können auch sowas wie ein Urlaub sein, du hast eigentlich keinen Urlaub, hast aber hier ein Geschenk, dass das alles rausgehen kann, weil du hier auf einmal einen Fluss hast, wo du, was weiß ich, unerwartet Geld kriegst oder sonst irgendetwas und du jetzt sagen kannst, okay, geben und nehmen, ich leihe mir jetzt einen Wohnwagen und fahre, um schöne Dinge zu erleben, um mich
selbst zu erleben, zu genießen und so weiter. Das ist alles drin. Die einzige Gefahr ist und das einzige Warnung, übertreib es nicht. Also hier steht eine Veränderung an, eine Veränderung deiner Sorgen, deiner Nöte, mit denen du im August bist, die du auch im August noch teilweise haben wirst. Die werden sich aber dann im Laufe des Augustes lösen, weil hier was Schönes kommt oder sich was Schönes ergibt, etwas Schönes Neues anfängt, je nachdem, was dir das Leben leichter macht. In diesem Sinne, mein lieber Skorpion, wünsche ich dir einen wunderschönen August. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.